Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV und es ist hier arschkalt in Graz-Liebenau. Und unser SK Sturm hat soeben mit 3:2 sich zu Hause gegen den SK in St. Pölten zum Sieg gezittert. Eine wirklich sehr spektakuläre erste Halbzeit, aber danach eine zweite Hälfte, die größtenteils meines Erachtens nach zum Vergessen war. Sturm beginnt wirklich furios, schon in der ersten Minute die Führung für unsere Blacklist nach einer Ecke von Christian Scheußengeier. Mit dem Kopf wuchtet er das Ding richtig schön ins Tor und trifft eben zur frühen Führung für unseren SK Sturm und es wird sogar noch besser. Bereits in Minute 5 können unsere Blackies nachlegen. Zulechter bekommt eine perfekte Hereingabe, bringt den Ball weiter dann auf Boltzmann und der muss nur ins leere Tor einschieben und trifft zum frühen 2:0 für unseren SK Sturm. Alles rechnete schon so ein bisschen mit einem möglichen Schützenfest, aber St. Pölten hat sich da nicht davon beeindrucken lassen. Der Tabellenletzte wirklich giftig und hat auch zurückgeschlagen mit dem Anschlusstreffer durch Schütz. Der dribbelt sich einfach mal so mir nichts, dir nichts, durch alle Gegenspieler, samt Keeper durch und trifft dann in der 11. Minute zum Anschlusstreffer. Nach etwas mehr als einer halben Stunde wieder Eckball Sturm und Scheußengeier zum zweiten Mal mit dem Kopf nach einer Ecke von Schul eben mit dem 3:1, aber wieder das Ganze nicht wirklich souverän von unseren Jungs. Man bekommt dann auch wieder den prompten Anschlusstreffer. Erneut ist der Schütz auf rechts, tankt sich als ein Kölner durch, wird nicht wirklich attackiert. Der Reingabe findet dann Schütz und der trifft dann zum 3:2 Anschlusstreffer, so in Minute schon 38 herum. Das dann auch der Pausenstand in der zweiten Hälfte. Unsere Black ist dann noch passiver, defensiver sowieso, keine Glanzleistung. Unser Kölner, naja, durchaus gefährlich, vielleicht nicht so wirklich mit den 100-prozentigen, aber naja, man hat in der zweiten Hälfte ordentlich gewackelt und gezittert und am Ende, naja, hat es dann gereicht. Ein persönlicher Abschied eben vor den eigenen Fans im letzten Heimspiel in diesem Jahr. Außerdem natürlich nicht zu vergessen, ein persönlicher Abschied für Franco Foda vor der Heimkulisse. Es war ja auch für ihn das letzte Spiel als Sturm Graz Trainer zu Hause. Man hat noch das Auswärtsspiel in Wien nächste Woche und dann ist auch die Ära Franco Foda 3.0 bei Sturm Graz Geschichte. So viel eben dazu. Ich habe heute eben auch wieder mal einen Gast bei mir, den Maxi. Erstmal Servus an dich und ich frage ganz mal direkt von der Leber weg, was sagst du zum Spiel heute? Ja, okay, wie du gesagt hast, 10 Minuten waren super von Sturm. Ich weiß nicht, ja, wirklich gut. Super wie gefunden, dass der Torlänger nicht einsinnig war, dass er nicht gleich direkt rauszieht, dass er nochmal anspielt, schaut, wo er noch frei sein kann. Und trotzdem, wie gesagt, dass er nochmal einschiebt. Ja, war wirklich gute Leistung von Sturm, muss man wirklich sagen, bei dem Abgang von Franco Foda. Also, die Mannschaft hat es noch bewiesen, dass es wirklich das früher schön beendet hat. Okay, also so, wenn du sagst, gute Leistung, findest du eher das ganze Spiel wirklich durchgehend positiv oder ja, eher so erste Hälfte? Ja, erste Hälfte war sehr gut, zweite Hälfte konnte ich auch lassen, aber es war akzeptabel. Okay, für die irgendwer dann ganz besonders herausgestochen hat oder findest du insgesamt so von der Mannschaft, war das eine kompakte Leistung? Ja, war eine kompakte Leistung von der Mannschaft, aber da geht es dann schon mit seinen zwei Toren, war natürlich super. Ja, weil man hat ja wirklich so eine Zeit lang auch so um den Ausgleich, ich will nicht sagen gebettelt, aber das Ganze war halt so ein bisschen auf Messerschneide, sag ich mal. Also Pölten zur zweiten Hälfte meines Erachtens schon ziemlich giftig gewesen. Hast du eigentlich in der zweiten Halbzeit auch wirklich jetzt Angst gehabt, okay, wir könnten den Sieg am Ende doch noch aus der Hand geben? Oder hast du da gedacht, nein, irgendwie werden wir das Ganze schon über die Zeit schauen? Ja, ein bisschen Angst habe ich schon gehabt, weil sie immer fast vorkommen, sind aber immer gefährlich. Aber wenn man super Torwart hinten gehabt, hat immer alles ausgeholt. Und wenn der Torwart nicht da war, Verteidiger, Scheußengeier, doch alle haben verteidigt, dass das Tor nicht passiert, dass der Ausgleich nicht zustande kommt. Ja, zum Abschluss vielleicht noch Franco Foda eben sein letztes Heimspiel, zumindest vorläufig einmal, als Sturm Graz Trainer. Was sind so deine Gefühle so gewesen, wie er sich dann auch verabschiedet hat? Er hat ja dann auch mit dem Mikro ein paar Worte so in die Kurve und generell an die Fans gerichtet. Hast du eher so ein bisschen Wehmut, dass der Franco jetzt weg ist? Oder denkst du dir durch den Heiko Vogel vielleicht, dass es noch eine neue Chance sein könnte, dass man sich vielleicht irgendwie trotzdem auch weiterentwickelt in naher Zukunft? Was sind da so deine Gedanken zu Foda? Es ist halt schade, dass der Franco Foda jetzt weggeht. Aber ja, Heiko Vogel, wenn man die Pressekonferenz anschaut, der erste Eindruck super zum Beispiel, also der wird den Franco sehr gut vertreten. Okay.
würde ich mal sagen, danke auch mal an dich. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Euer Elias auf die Schwarzen, auch wenn es heute eine Zitterpartie war. Und bis dann. Ciao, ciao.